Du sollst nicht immer wegrennen, ich renne dir doch nicht mal hinterher. So, komm, du musst schon die Ärmel damit reinnehmen, du Klotz. Diesen Ärmel zuerst, hoch damit. Buch hat gefehlt. Ja, Trick ist, warte, ich mach das. Ist etwas, was mich langsam macht und lenkt. Respekt ist etwas, was mich wach hält. Jeder Mensch sollte Respekt haben, vor allen Dingen vor Älteren, so wie wir jetzt an dieser Stelle. Leuten, die eventuell irgendwas mal gelernt haben, was man selbst nicht kann. Und vor Situation. Wie heißt du? Sag das bitte noch. Die Deutsch. Darf ich dich Michael nennen? Das ist schön. So. Michael! Ja, wieso ist das alles so schwer? Sehr schön. Gut machst du das. So. Wir probieren jetzt mal ein wenig das Fechten mit Schild und Schwert. Das ist total lustig. So. Also. Was macht. Achso, weil du jetzt ein bisschen gesiebte Luft, ne? Warte, ich mach Heike. Ja. Du machst eine Ausdrucksweise wie so ein Hafenarbeiter. Was machst du beruflich? Ja, hä? Wie beim Boxen. Wie beim bitte Boxen. Meinen Zaun los. Jawohl. Dankeschön. So, mit dem Schild verteidige ich meine ganze linke Seite. Das heißt, von oben nach unten. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, hoch. Mach ruhig weiter, komm. Jetzt nochmal die Dosch. Komm, die Dosch. Oh, ja. Komm! Was, die Dosch? Du bist doch so jung. Ich wollte gerade angeboten haben. Ruhe da draußen. Die Dosch. Die Dosch. Die Dosch. Ja. Wenn man will, jeden Tag. Dankeschön. Wer hindert dich dran? Alles schon recht. Aber ja, die sind wirklich super schön, die Teile. Ja. Nimm einmal die Schminken drauf und mach sie so, dass der Knochen nicht schleift. Dann schweigst du.
Das Band einmal ausfiel, so dass es quasi oben anfängt und nicht falsch ist. Ja, dann sieht es man vielleicht auch später noch. Dann kommt das Stück. Das ist so gut, aber sonst ist es voll schön. Aber steht ja auch gut. Danke. Alles da oben ist handgefertigt von mir. Ihr Lieben, ich kann euch jetzt zu jedem Symbol eine Bedeutung sagen. Also wenn ihr Fragen habt, so richtig dein Ding, ne? Das ist mein Job. Das mache ich seit Inside. Okay, 32. Ist das 32? Dann okay, das dann habe ich jahrelang als Mitarbeiter gearbeitet, also bei verschiedenen Leuten. Ja. Und immer wieder so ein, kann ich hier mal, kann ich da mal und so weiter. Und irgendwann habe ich halt festgestellt, Moment, eigentlich könnte ich das viel besser als der dicke Idiot da hinten. Ja. Und dann dachte ich, ja, warum nicht? Ach, dann habe ich ein ganz löchriges, kleines, altes Zelt und den schlimmsten Schmuck, den er noch hinten in der Ecke hatte. Und dann habe ich halt gesagt, ja, wenn ich das verändern will, dann muss ich noch was machen. Ja. Warte, Fehler von mir. Die Leichtfeder ist hier aber auch nicht so leicht zu finden. Gucken wir mal auf die Augen. Jetzt. Sehen. Gerade machen den Arm. Sehen. Oh. Gerade. Ich liebe den Satz. Gerade halten. Und noch einmal. Sehen. Hey, irgendwann ist es ein Mantra. Und. Ja! Das S aufgewickelt. Ja. Und das sah voll doof aus. Ja. Also, und dann meinte ich irgendwie, ey, knick doch mal da oben ab, leg das mal zusammen. Ganz gut. Aber nicht viel Übung. Ja. Was? Nee, war nicht. Also nicht das Übste. Aber hast du das nicht zu tun? Touch for touch, no! Hup, 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 hup
Sich auf seinem Sack rumzublasen und holt sich was anderes, wo er sich ein leiern kann. Also ein Dudelsackspieler leier, hilf mir doch mal, schnell. Du willst mir doch nicht erklären, dass er jetzt den Katzenjammer rausholt, oder? Oh doch, ja. Nun, es gibt diesen Namen für ein Instrumentarium, das sonst genannt wird, Hurly-Gurly oder aber Drehleier. Oder Treilier. Weil in alter Zeit dieses Saiteninstrument mit Katzendarm bespannt wurde. Und wenn es einfach nicht stimmen wollte, so war es ein wahrer Katzenjammer, ihm zuzuhören. Aber ich hoffe, heute hat das im Griff. Oder ansonsten, ich denke, ihr habt ja auch Eier einstecken, oder? Ach nee, da waren wir wieder beim Dudelsackblasen. Und mir fällt nichts mehr ein. Aber schön, wir freuen uns, dass also den jungen holden Maiden, die gerade sehr schön anzuschauen sind, hier vorne schon der tanztuffelnde Gliederpferd. Tut's ihnen nach und habt viel Spaß bei den nächsten Stücklein und genießt den wunderschönen Abend. Du, die hat ein ganz schönes Kleid an, alle beide. Ja, das kriegst du nicht, mach dir keine Hoffnung. Tausch den nachher mit mir? So. Nein, da musst du noch reinwachsen.
Thank you.